Wenn ihr Tokusatsu hört, dann denkt ihr sicher an riesige Monster, Modellstädte und Menschen in Gummianzügen. Lasst uns heute mal über einen Helden reden, der dieses Genre geprägt hat wie sonst niemand. Sowohl als Franchise, aber auch auf der technischen Ebene. Lasst uns heute mal über Godzilla Recycling, Kriegspropaganda und einen Jungen mit der Leidenschaft für Filme sprechen. Eine Leidenschaft, die eine wegweisende Figur zum Leben erweckte. Den Krieger des Lichts, Hikari no Senshi, Ultraman. 1911. Der Film hat noch nicht sprechen gelernt, aber dennoch wird sehr, sehr viel mit diesem neuen Medium rumexperimentiert. Lew Tolstois Roman Anna Karenina wird in diesem Jahr das allererste Mal überhaupt filmisch umgesetzt. Und es wird zum Beispiel auch das Filmstudio Babelsberg gegründet. Mit etwa 10 Jahren sieht ein Junge aber am anderen Ende der Welt einen Film über Vulkane und ist davon so fasziniert, dass sich eine Leidenschaft für Filmtechnik entwickelt. Dieser Junge sollte als Tsuburaya Eiji bekannt werden. Tsuburaya versuchte nach einigen Rückschlägen in seinem Leben, eigentlich wollte er Flieger werden, im Spielwarenbusiness sein Glück. Durch diesen Job fand er dann auch irgendwie Kontakt zum Regisseur Edamasa Yoshiro. So bekam er mit kaum 18 Jahren die Chance, sich als Kameraassistent zu beweisen. 1926 wurde der Kameramann dann schließlich auch zu seinem Vollzeitjob. Seine erste nachweisbare Kameraarbeit war der Film Kuruta Ipeji, auf gut Deutsch eine Seite des Wahnsinns. Die Geschichte eines Hausmeisters, dessen Frau in einer psychiatrischen Klinik untergebracht ist. Tsuburaya baute zu dieser Zeit seinen ganz eigenen Kamerakran und erhielt wegen seiner immensen Nutzung von Rauch am Set den Spitznamen Smoke Tsuburaya. 1931 traf Tsuburaya auf Watanabe Akira, den Art Director der gleichen Firma, in der auch Tsuburaya in dem Moment gearbeitet hat. Und der besonders viel mit Miniaturen arbeitete und diese Kenntnisse dann auch an Tsuburaya weitergab. Bevor wir jetzt aber weiter in Japan voranschreiten, lasst uns mal ganz kurz nach Amerika blicken. 1933 kam dort nämlich der allererste King Kong-Film raus. Tsuburaya bekam eine Kopie des Films und analysierte akribisch die Spezialeffekte davon. Dieser Film sollte auch noch in vielen anderen Bereichen eine Inspiration für Tsuburaya bleiben. 1935 wurde die Legende der Prinzessin Kaguya verfilmt. Der erste Film, in dem Tsuburaya relativ viele Miniaturen einsetzte, also praktisch die Kenntnisse, die er 31 von Watanabe gelernt hat. Und hier sind wir jetzt zeitlich in den 40er Jahren. Und im Zweiten Weltkrieg erstellt Tsuburaya für das japanische Kaiserreich Propagandafilme. Unter anderem auch den Film Hawaii Mare Oki Kaisen. Dieser Propagandafilm wurde zum Jahrestag der Kamikaze-Angriffe auf Pearl Harbor in Auftrag gegeben. Tsuburaya zeichnete sich besonders durch seine realistischen Kampfszenen aus. Die waren so realistisch, dass die Alliierten nach dem Krieg Tsuburaya sogar für einen Spion gehalten haben. Wie sonst hätte er an dieses Filmmaterial vom Vorfall kommen sollen? Ja, es ist irgendwie schon eine sehr absurde Anekdote, aber sie spricht zwar für Tsuburayas handwerkliche Fähigkeiten, aber dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass er mit diesen Filmen und besonders durch dieses Handwerk ein menschenverachtendes System, das dem deutschen Nationalsozialismus im Nichts nachsteht, explizit gefördert hat. Seine Propagandaarbeiten haben den Erzählungen des Kaiserreichs den gewissen Realismus verliehen. Tsuburaya, genauso wie andere Filmemacher, haben mit ihren Werken dieses System nicht nur medial unterstützt, sie haben auch explizit davon profitiert, sowohl strukturell als auch finanziell. Das galt damals für Tsuburaya im Japanischen Reich oder zum Beispiel für Leni Riefenstahl im Deutschen Reich. Propaganda nutzt auch im Filmbereich spezifische Stilmittel, um gewisse Wirkungen beim Zuschauer zu erzielen. Und diese Stilmittel tragen sich fort. Sie verschwinden nicht einfach nach dem Zweiten Weltkrieg. Behaltet das mal im Kopf, wenn ihr Filme schaut und wenn euch zum Beispiel bei Star Wars manche Einstellungen an Leni Riefenstahl-Filme erinnern. Filme wollen durch Bilder, Ton und Musik Emotionen und Ideen transportieren und sind bis heute ein wichtiges Werkzeug für die Propaganda totalitärer Regime.
Tsuburaya Ichi beherrsche dieses Handwerk, jetzt mal unabhängig davon, wie er vielleicht selbst zu dieser Ideologie stand. Vielleicht lohnt es sich, diesen Punkt einfach mal im Kopf zu behalten, wenn ihr das nächste Mal Filme von ihm oder seinen Nachfolgern anschaut. Jetzt lasst uns aber mal nach diesem Downer zu einer etwas schöneren Zeit kommen. Und das galt auch für Tsuburaya selbst. 1954 hatte er seinen großen Durchbruch mit dem allerersten Godzilla-Film. Eine echte Revolution im Bereich Spezialeffekte. Falls ihr euch für diesen Teil interessiert, klickt doch mal auf das i dort oben, dann kommt ihr zur Geschichte von Godzilla. Wichtig für uns ist hier erst einmal, dass Godzilla einen ganzen Kaiju-Hype in Japan losgetreten hat. Tsuburaya gründete 1963 sein ganz eigenes Produktionsstudio, die Tsuburaya Productions, und dockte genau an diesen Kaiju-Hype an. Ultra Q wurde dann die allererste Serie, die sich eigentlich an US-amerikanischen Vorbildern wie The Twilight Zone orientieren sollte. Der Sender, für den sie aber diese Serie produzierten, TBS, wollte aber gerne an der Popularität Godzillas anknüpfen und überzeugte Tsuburaya eben, in diese Idee gigantische Gummimonster mit einzubauen. Und diese Serie dient im Grunde als Brücke zwischen Ultraman und Godzilla. Tsuburaya hatte immer noch sehr, sehr engen Kontakt mit den Toho Studios, die halt eben Godzilla produziert hatten. Und so konnte er sich aus dem alten Fundus der Godzilla-Filme bedienen. So wurde zum Beispiel der Kopf des Drachen-Kaiju Manda für ein Wikingerschiff benutzt. Oder alte Godzilla-Suits einfach umgestaltet. Das Monster Gomez zum Beispiel war ursprünglich als Godzilla-Suit gedacht, den sich Tsuburaya aber dann von Toho auslieh und der dann später bei dem Film Kaiju Daisenso, Befehl aus dem Dunklen, von Toho wiederverwendet wurde. Die Ähnlichkeit der Monster zwischen den Ultraserien und Godzilla sind also absolut kein Zufall. Der Sender TBS war so begeistert vom Erfolg der Ultra Q-Serie, dass sie noch eine zweite Monsterserie haben wollten. Diesmal sogar in Farbe gefilmt. Ein guter Deal für die kleine Firma. Ein Großteil des Filmbudgets war bereits für die Miniaturen der Godzilla-Filme draufgegangen und dieses Projekt brachte wieder ein bisschen Geld in Aussicht. Dennoch mussten sie wieder auf die Kostüme und Miniaturen der Godzilla-Filme zurückgreifen. Als grobe Idee für die neue Serie dienten nicht benutzte Rohentwürfe von Ultra Q. Und diese Serie sollte zunächst BAMLA Scientific Investigation Agency heißen. Da man aber Verwechslungen mit anderen Kaiju-Marken vermeiden wollte, entschied sich Tsuburaya für ein menschlicheres Aussehen für den Hauptprotagonisten BAMLA. TBS-Produzent Kakoi Takashi schlug dann noch ein eher metallisches Design vor. Man ergänzte das da mit roten Akzenten und änderte den Namen schließlich passend zu Redman. Mit dem Namenswechsel kamen dann auch einige neue Elemente hinzu. Redman sollte nun ein geflüchtetes Alien sein, das mit einem Menschen zusammenfusioniert, um die Erde vor außerirdischen Eindringlingen zu verteidigen. Auch das Gerät zur Fusion ist bereits in dieser Version vermerkt. Es ist ein futuristischer Füller, der hier noch den Namen Flashbeam trägt. Er wurde dann später zu Ultramans Beta-Kapsel. Viele der SchauspielerInnen kamen am Ende von Toho. TBS verfolgte von Anfang an auch die Idee, Ultraman in den Westen zu verkaufen. Weswegen Tsuburaya angeraten wurde, SchauspielerInnen zu casten, die so westlich wie möglich aussahen. 1966 meldete man dann schließlich das Copyright an. Nun wurde aber aus Redman Ultraman. Die erste Ultraman-Serie umfasste 40 Folgen und lief bis 1967. Der Erfolg brachte bis 2021 40 verschiedene Serien hervor und auch Filme. Im Grunde erfolgreich, aber dennoch häuften sich mit der Zeit die finanziellen Probleme des Familienunternehmens. 2007 kam es schließlich dann zum Verkauf an die Yometa Company. Später kaufte dann der Spielwarenhersteller Bandai 49,9% der Tsuburaya Productions. Heute teilt sich Bandai die Firma mit einem Pachinko-Hersteller namens Field Corporation, die die anderen 51% besitzen. Ich könnte euch noch so viel erzählen. Über die Probleme bei der Lizenzierung im Ausland, die man ja anpeilte, den verbotenen Comics in Malaysia, den Knock-Off-Serien in Thailand, die am Ende doch irgendwo offiziell waren. Aber das würde hier wirklich den Rahmen sprengen.
Wenn ihr davon noch mehr wissen wollt, schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare, dann gucke ich mal, ob ich dazu ein Video mache. Ja, was bleibt aber am Ende? Bis heute flimmert Ultraman über die japanischen Bildschirme. Dieses Jahr Ultraman Trigger. Genauso wie bis heute Godzilla die Kinosäle füllt. Während Godzilla uns aber vor einer unüberzwingbaren Gewalt in Ohnmacht fallen lässt, bietet uns Ultraman eine helfende Hand an und zeigt uns einen leuchtenden Weg aus dieser Ohnmacht. Der Mensch, der nicht alleine gegen diese Übermacht ankommen kann, vereinigt sich nun mit ihr und gemeinsam können sie diese Gewalt überwinden. Wobei jeder auf den anderen angewiesen ist. Ultraman kann nicht ohne Hayata Shin kämpfen und Hayata Shin nicht ohne Ultraman. Ein ungewöhnliches Teamwork, das zeigt, dass der Mensch mit der richtigen Unterstützung über vieles hinauswachsen kann. Aber auch, dass ein riesiges Monster die Unterstützung von dem scheinbar winzigen, kleinen Wunder der Natur mit Namen Mensch braucht. Vielleicht liegt ja darin der Erfolg der Serie, dass sich diese zwei Extreme ausgleichen und vielleicht so etwas wie Balance erschaffen. Ultraman brachte Serien, Filme, Merchandise, Manga und letzten Endes auch Marvel Comics heraus. Sein größtes Erbe sollte jedoch ein komplettes Genre sein, was er zusammen mit Godzilla begründet hat. Sie sollten Inspiration für so viele andere Werke werden. Marvels Ant-Man zum Beispiel. Aber auch für einen Grashüpfer, der in Japan weitaus bekannter ist als jeder Marvel oder DC-Held.